Jenes Ordensburg war die Ausbildungsschmiede der zukünftigen NS-Elite-Soldaten sowie Generäle. Die Planung oblag dem Reichsleiter Robert Lee, dem Chef der Deutschen Arbeitsfront. Am 24. April 1936 wurden die drei Ordensburgen in einem Festakt an Adolf Hitler übergeben. Alle damals führenden Generäle haben diesen Ort besucht. Riesige Türme, Mauern und Sportanlagen, in Vogelsang wollte das Hitler-Regime seine künftige Elite formen. Es ist ein gigantischer Komplex, 50.000 Quadratmeter umfassten allein die Gebäudeflächen. Vogelsang gehört mit zu den größten Bauprojekten des Zweiten Weltkrieges. Jenes Ordensburg befindet sich in der Eifel und ist frei besuchbar.